Hallo, Ihre Majestät. Was kann ich für Sie tun? Oh, Sal, ein echter Notfall. Ich habe eine Goldstatue von dem Kopf meines Vaters in Auftrag gegeben und ich bin mir nicht sicher, ob sie die richtige Größe hat. Oh, aber was ist denn die richtige Größe? Na, wie Sie wissen, Sal, haben wir in unserem Reich eine Tradition des Messens mit blauen, flaumigen Quadraten. Jawohl, das weiß ich. Ich messe auch gerne Sachen mit blauen, flaumigen Quadraten. Und per Gesetz müssen alle Goldstatuen in unserem Reich ganz genau vier blaue, flaumige Quadrate hoch sein. Okay, das scheint ein angemessenes Gesetz zu sein. Also, was ist das Problem? Ich bin mir nicht sicher, ob diese Statue vier blaue, flaumige Quadrate hoch ist. Okay, immer mit der Ruhe. Ich denke, wir können das herausfinden. Ich habe hier einen Haufen blauer, flaumige Quadrate. Wie wäre es, wenn wir sie neben die Statue stellen und herausfinden, ob sie ganz genau vier blaue, flaumige Quadrate hoch ist? Oh, das wäre ja einfach wundervoll. Okay, hier für Sie Ihre Durchlaucht. Wie wäre es, wenn Sie sie aufeinander stapeln? Oh ja, Sal, lassen Sie es mich tun. Okay, also das ist eins, zwei und drei flaumige. Oh mein Gott, das ist ein Notfall. Sie ist nur drei blaue, flaumige Quadrate hoch. Sie ist nicht hoch genug. Oh nein, was mache ich bloß? Oh, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Noch besteht gar kein Grund zur Panik. Wenn ich mir ansehe, wie Sie sie gestapelt haben, dann haben Sie, das ist wirklich sehr erstaunlich, Sie haben diese blauen, flaumigen Quadrate irgendwie frei schweben lassen. Gewiss, alle blauen, flaumigen Quadrate schweben. Oh, wirklich? Das ist reizend. Aber wenn Sie richtig messen wollen, dann müssen Sie sicher gehen, dass Sie keine Lücken haben. Versuchen Sie es noch einmal. Lassen Sie mich diese Quadrate wegnehmen und Sie versuchen erneut zu messen. Oh, okay, das macht wirklich Sinn. Okay, lassen Sie es mich erneut versuchen. Eins, zwei. Sehen Sie, ich lasse sie nicht frei schweben. Keine Lücken hier. Ja, okay, obwohl, naja, also. Lassen Sie mich weitermachen, Sir. Keine Unterbrechung. Okay, fahren Sie fort, Ihre Hoheit. Drei, vier und fünf. Das ist alles falsch. Es ist eine Katastrophe. Sie muss vier und nicht fünf blaue, flaumige Quadrate hoch sein. Warten Sie, Ihre Hoheit. Keinen Grund zur Panik. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist, weil Sie nicht am unteren Rand der Statue begonnen haben. Sie haben unterhalb des Bodens begonnen und Sie hörten nicht oben am Rand auf, sondern überhalb des Kopfendes. Sie ist nicht fünf blaue, flaumige Quadrate hoch. Oh, Sal, ich bin wirklich so verwirrt. Können Sie es nicht einfach für mich tun? Oh, ich glaube, es ist besser, wenn Sie es selbst tun. Bedenken Sie einfach mit dem Messen am Boden der Statue zu beginnen und an der Spitze der Statue aufzuhören. Und stellen Sie sicher, dass Sie keine Lücken dazwischen haben. Okay, ich ermüde, aber ich werde es ein letztes Mal versuchen. Ja, ich denke, dass das eine gute Idee ist. Der Erfolg liegt im Fleiß. Okay, los geht's. Das ist der Boden. Also beginne ich hier zu stapeln. Das ist das Kopfende. Also werde ich hier das Stapel beenden. Okay. Eins, zwei und ich möchte keine Lücken. Also zwei, drei und hier kommt vier. Oh, es sieht gerade richtig aus. Sie ist exakt vier blaue, flaumige Quadrate hoch. Wie wundervoll. Oh, das wird eine wunderschöne Ergänzung im Palast sein. Vielen Dank, Sir. Ich bin immer froh, Ihnen zu helfen, Ihre Durchlaucht.